bin dann 29-0 gefahren und die Runde später habe ich dann leider Motorschaden gehabt. Leider hat sich mein viertes Ventil, Einlassventil verabschiedet. Da unten sind Titten. Christoph und Treu Beinlich. Das war der rote Baron. Das wohl genialste Bruderpaar in der gesamten IDM. Bestes Team. So, servus Leute und herzlich willkommen im neuen Video. Wir sind in Schleiz beim Heimrennen auf der ältesten Naturrennstrecke Deutschlands. Und ja, ist für uns das Rennen im Jahr, sage ich mal, direkt 20 Minuten von zu Hause weg. Und ja, kommen viele Freunde, alle Sponsoren kommen rum, alle die Zeit haben. Und es ist auf jeden Fall hier ein großes Spektakel. Letztes Jahr waren an die 50.000 Personen hier Zuschauer. Die Ränge sind voll, ich bin gerade auf Startziel. Ja, letztes Jahr bin ich hier aus der zweiten Reihe gestartet und hatte echt zwei gute Rennen hier. Wie das dieses Jahr wird, wenn Treu auch mit in der Klasse ist, werden wir sehen. Ich fahre jetzt noch mal ein bisschen im Fahrerlager rum und zeige euch mal, wie das hier ist. Denn wir haben hier leider in Schleiz keine Boxanlage. Wir müssen alle Zelte aufbauen, deswegen ist das hier alles immer ein bisschen mehr Aufwand. Aber das macht das Ganze hier aus. So, da wie gesagt keine Boxanlage gibt, sind wir hier mit dem LKW oben aufgebaut, haben große Zelte aufgebaut. Und ja, haben hier uns so ein bisschen unsere eigene Box aufgebaut. Wir haben dieses Jahr hier mit großen Zelten am Start sein. Die Jungs haben die Räder schon draußen und bereiten noch Kleinigkeiten vor. Ja, wir waren schon bei Technikabnahme, haben auch schon das ganze Riders Equipment Check gemacht und morgen sind wir 11 Uhr dran und dann kann es losgehen. So Leute, erste freie Training ist rum. Konnte eigentlich alles schief gehen, was so schief gehen konnte, so ungefähr.
Leider hat sich mein viertes Ventil, Einlassventil verabschiedet. Die Jungs sind schon am Ausbau des Motors, bauen den anderen Motor ein, dass wir zum zweiten freien Training wieder am Start sind. Ja, nicht so der super Start fürs Heimrennen, aber Öl ablassen. Wird schon klappen. Bestes Team. Ich film schon, ja. So, Simon, kurzes Tagesupdate. Wie lief's heute? Jetzt ist der Linse fettig, Alter. Lief 1A? Lief top. Okay. Es gibt's. Komm, wir gehen jetzt mal auf eine Runde. Wir suchen mal die Fahrer hier. Gucken mal, ob wir jemanden krassen finden. Hier fährt keiner. Da haben wir einen Fahrer. Direkt mit Bier. Jawohl, das ist drauf. Seins. Ist wirklich deins? Das ist Chris seins, oder? Ich hab nicht mit dem Telefon gemacht, ich saß hier. Er saß mit da Netz so, drauf haben müssen. Mit so einem Papierknüll. Also, wir haben immer so hin und her geworfen und auf einmal hab ich gedacht, ach scheiße, hat das Ding genommen? Und der so, genau da rein. Genau da rein. Aber so richtig so. Ey. Okay, hau drauf. Also das war dein Tageserlebnis heute nach drei Runden fahren, ja? Das war das größte Erlebnis von heute für Chris. Ja. Ich denke, wir suchen mal den kleinen hässlichen Treu. So, wir sind jetzt auf Mission, haben einen zweiten Fahrer gefunden. Wie lief's bei Ihnen heute? Von euch habe einen Tropfen aus der Linse. Das war's Behind-the-Scenes-Video. Hast du jetzt ja richtig in einem hübschen Moment erwischt gerade. Das war mein Plan, ich habe dich extra gesucht für einen hübschen Moment. Perfekt. Ja, bin zufrieden heute mit dem Tag. War mein erster. Junge, das ist übrigens das Quatschvideo. Du musst es ja nicht so viel tun. Ja, das ich war. Ich bin hier irgendein Scheiß. War zwischendrin bin ich immer drin. War total klasse. Ich bin heute sehr zufrieden. Ja, ich, ja. Ich mache jetzt aber nicht diesen Holländer, der hat dieses Mikrofon. Ich drehe den Spieß einfach um. Simon Ryman. Ich habe vorhin schon gesagt, der Typ, der es zusammenschneidet. Tino. Ich mache extra. Das ist der Miggi. Ich mache extra viel Scheiße auf die Kamera, dass du noch weniger zu tun hast. Aber ich glaube, er hasst dich. Ich glaube auch, aber dafür bin ich da. Aber ich glaube, solche Videos, die sind einfach besser wie so richtige Videos. Das will auch keiner. Oder? Yes. Wir sind nicht professionell. Da unten sind Titten. Bauern. Ja. Titten. Das ist aber geil. Das ist entspannt. Das ist aber geil. Was? Regis 3 in der Box. Und das zum Freitag. Genau solche Bilder gibt es von mir, Jörg.
Markus. Ein Viertel Zoll Drehmomentschlüssel mit 20 Newtonmeter. Würde die auch vom Team gehen? Die würde auch reichen. Ja, es ist bis jetzt ein schwieriges Wochenende. Was soll man erzählen, Nino? So, und? Erzählt mal, jetzt hier Schleizheimrennen. Gut vorbereitet. Wir waren ja nochmal in Assen letzten Freitag. Sind eigentlich topfit hierher gekommen. Alles vorbereitet, großen Zelt und alles. Und dann, ja, erste freie Training. Nach 3 Runden hatte ich Motorschaden, hat sich Ventil 4 vom Einlass verabschiedet. Ja, lachst du? Motor raus, anderen Motor wieder rein. Dann hat man ein bisschen Zeitdruck, weil zweite freie Training gleich anstand. Wir hatten bei den anderen Motor ein bisschen Öldruckprobleme, deswegen sind wir da leider nicht rausgekommen. Das heißt, ich bin heute... Du musst in die Kamera gucken, nicht auf mich. Ja, ich gucke ja, ich guck doch schon in die Kamera. Gut. Ich guck dich aus, lass den gerne. Ha! Geil! Im Quali halt meine... die ersten Runden, sag ich mal, gefahren. Die Jungs haben nochmal geguckt, ob alles dicht ist. War alles gut, dann bin ich raus, hab 2-3 Runden fliegen lassen. Bin auch gleich gut klargekommen. 28-3 bin ich gefahren alleine. Finde ich ganz in Ordnung. Jetzt haben wir gleich Quali 2, 13:15 Uhr. Und da hoffe ich, dass ich noch einen drauflegen kann. Vielleicht finde ich mal ein Hinterrad, wo ich noch mal eine halbe Sekunde ziehen kann. Hab gesehen, Sektor 1 bin ich schnellster. Das ist schon mal eine gute, gute Sache. Sektor 2 fehlt mir noch eine halbe Sekunde auf die Spitze. Also ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Genau, mein Freitag war mega. Ich bin mega zufrieden gewesen. FP1 10er. War auch gleich schnell hier in Schleiz. Hatte ja meine erste Runde mit der 600er hier. Macht mega Spaß, ist absolut crazy, das Motorrad, wie sich das bewegt und wie das alles, das ist total krass, weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Dann FP2 war ich gleich nochmal schneller, 30-1 bin ich da gefahren und bin dann heute mit einem super Gefühl ins erste Quali gestartet. Bin dann alleine auch gleich nochmal 0,6 schneller gewesen, bin 29,4 gefahren und habe schon eine Runde hinter Chrissy abgewürgt. Bin dann 29,0 gefahren und die Runde später habe ich dann leider Motorschaden gehabt. Ja, Einlassventil, Zylinder 1 abgerissen und jetzt haben die Jungs einen richtig Stress gehabt, um das Motorrad fertig zu kriegen für Quali 2, aber wir haben es geschafft. Könntet ihr alle zu eine Quali-Zeit fahren, also könnt ihr auch. Genau. Ja. Das Gute ist, wir haben alle schon mal eine Quali-Zeit, sage ich mal, für morgen die Rennen sind schon mal gesetzt. Wir können trotzdem jetzt beide die Qualis fahren, Quali 2 und so. Also gucken, Treue wird jetzt erstmal nur ein technischer Check sein, ob das Motorrad läuft. Der Motor ist jetzt nicht so gut getuned wie die anderen, sage ich mal. Es ist wirklich unser zweiter Ersatzmotor. Ja, beim Treue wird es ein Check-up, ob es geht. Vielleicht kann er noch mal eine raushauen, werden wir sehen. Muss er aber nicht. Die Zeit war schon wirklich gut für morgen fürs Rennen und ich denke, ja, lass uns überraschen, was morgen wird. Viel Erfolg! Danke dir.
hier bei uns präsentieren, der nach wie vor. Hast du Bock? Ja, ich habe richtig Bock. Die schönste Runde hier. Philipp, so, wird auch richtig geil. Markus Reiterberger! Ich liebe das. Hat natürlich schon ein richtig großes. Nach dem heutigen Tag fängt nur noch ein. Ja, mit beiden tatsächlich. Das kommt auf jeden Fall mit rein. Ja, hallo erstmal zusammen. Ich freue mich sehr, da zu sein. Hat man Gerdung gehalten? Nee, das war schon richtig. Ich meine, das haben wir heute Abend schon. Einfach schön die Atmosphäre zu genießen. Und tatsächlich ist es so, am Freitag hast du es meistens bei den zwei Trainings, das wenig noch. Christoph und Treu Beinlich. So, kommt mal her. Jetzt muss man ja sagen, immer wenn man bei euch so das Gefühl hat, es ist alles in geregelten Bahnen, kommt irgendwie was anderes. Bei dir war es die Schulter, die nicht mehr so richtig dahin kam, wo sie hinkommen sollte. Erzähl mal ganz kurz, für dich eigentlich bisher eine Saison, an der du mehr oder weniger gar nicht richtig teilnehmen konntest. Du hast es jetzt in Most das erste Mal probiert, in Anführungsstrichen. Wie ist es jetzt am zweiten Wochenende? Ja, ich merke auf jeden Fall noch, dass ich noch nicht 100% fit bin. Hatte mir im April das Schulterblatt gebrochen und die Rotatorenmanschette abgerissen. Und ja, die Ärzte haben eigentlich gesagt, du wirst dieses Jahr auch nicht mehr Motorrad fahren. Dann haben wir Physiotherapie alles gegeben, dass wir irgendwie wieder so schnell wie möglich zurückkommen. Und dann haben wir gesagt, gut, Moss müssen wir probieren. Ich möchte nicht in Schleiz das erste Mal auf der R6 sitzen. Und ja, jetzt sind wir hier in Schleiz und ich fühle mich eigentlich, ich bin noch nicht 100% fit, aber ich fühle mich gut. Das klingt doch schon mal gut. Startplatz 13 ist es morgen für dich. Damit kannst du leben, oder? Ja, nach dem ganzen Stress, den wir jetzt hier schon die letzten Tage hatten, wir haben dieses Wochenende auch nicht so wirklich Glück. Zwei Motorschäden, einen für Chris, einen für mich. Haben jetzt im zweiten Quali einen fast Serienmotor eingesetzt und ich war trotzdem schneller wie im ersten Quali und ich bin einfach happy mit der Zeit und mit für die Bedingungen einfach klasse. Also Gott sei Dank, aus Sicht der Konkurrenz ist es nur ein Serienmotor. Wir wollen ja gar nicht wissen, was passiert, wenn du einen richtigen Motor dann mal einsetzen kannst. So, Christoph, für dich ist es Startplatz 9. Du bist ein bisschen mehr zum Fahren gekommen in diesem Jahr. Wie ist so die, ja, der Rückblick auf die bisherige Saison bei dir? Ja, es hat Sachsenring eigentlich ziemlich gut angefangen, hat ein gutes Quali gehabt, war gut dabei. Erste Rennen war ich Sechster, bin wirklich happy gewesen, weil der Rückstand zu den Top-Leuten nicht so weit weg war. Zweite Rennen wurde ich dann abgeräumt gleich in der ersten Kurve und dann fing, sage ich mal, so ein bisschen die Saison 23 an, hat sich das alles ein bisschen durchgezogen. Ja, Most war ähnlich, haben sie abgebrochen, war ich auch mit gut dabei. Habe um Platz 5 gekämpft, leider wurde das Rennen nicht gewertet, weil 9 Leute auf einer Ölspur ausgerutscht sind. War einfach nur fair, dass keiner eine Punkte dort bekommen hat, aber ja, irgendwie fehlen mir dann trotzdem Punkte, gell? Sicher. Vor allen Dingen, ich merke jetzt gerade erstmal, also wir sehen uns ja eigentlich relativ häufig, aber mir ist es jetzt mal aufgefallen, beide haben eine Tätowierung hinterm Ohr mit der Startnummer. Ist mir noch nie aufgefallen. Habt ihr die schon ewig? Also, so alt bist du ja gar nicht, du darfst ja noch gar nicht zum Tätowierer eigentlich, oder? Ja, seit Februar habe ich die hinterm Ohr und ja, auch vom lokalen Tätowierer hier aus Schleiz. Ja. Und Mutti war einverstanden? Die hat sich selber jetzt vor kurzem erst tätowieren lassen. Immer gut. Bei mir ist dann die Stadt, also die Nummer dann vierstellig, nehme ich an, oder? Ja, das erkenne ich mit meinen Augen nicht. Das passt mir. Okay, gut. Und du hast hier seit wann? Seit dem gleichen Tag wieder treu, ja. Achso, gut. Naja, einmal frei. Also ich habe ja schon, eigentlich jedes Jahr erzähle ich, ihr macht ja sowieso alles zusammen. Hat es denn jetzt nur endlich mal funktioniert, dass ihr euch richtig auf den Sack geht? Jedes Jahr frage ich euch das. Ob es irgendwann mal den Moment gibt, dass ihr habt ja nie Ruhe voneinander. Ihr habt den ganzen Tag miteinander zu tun, ihr habt immer auf der Rennstrecke miteinander zu tun, aber ihr lacht beide noch, also du ein bisschen verhaltener, ich weiß nicht. Also gab es jetzt mal irgendwie, ne, ihr seid immer noch ein Herz und eine Seele. So muss das sein, das wohl genialste Bruderpaar in der gesamten IDM. Und man muss ja noch sagen,
Da steht ja die ganze Familie, da steht ein komplettes Team dahinter, die wirklich eine ganz, ganz fantastische Arbeit leisten, die wirklich versuchen, auch den Nachwuchs einfach wieder in den Motorsport immer eine Chance zu geben, reinzubringen. Natürlich fangen sie erstmal beim eigenen Nachwuchs an, das ist ja logisch, aber insgesamt ist es wirklich eine tolle Arbeit, die ihr macht. Und ihr seid auch immer dann da, wenn wir euch mal brauchen, um euch irgendwo mal auszustellen, in Anführungsstrichen. Also von daher vielen, vielen Dank an das Beinlich Racing Team, an euch alle. Morgen euch beiden viel Glück, viel Spaß, bleibt sitzen und bleibt gesund. So, dann bleibt. Renntag, Sonntagmorgen in Schleiz. Treu ist wach. Ronny macht am Pistbike schon was. Und hier prüfen wir auch gleich nochmal alles. Dann geht's raus fürs Warm-up. Der rote Baron. Zusammenfassung? Ja, ja. Also ich bin, das ist halt typisch Schleiz, gell? Hier kommen alle an, Fans, Sponsoren, Familie, Politiker, gell? Musst du mit allen mal quatschen. Ja, müssen wir gucken. Also es geht in einer Stunde los. Ich gehe jetzt langsam in die Vorbereitung. Treu wird schon Unterarme getaped, weil der ist schon ein bisschen angeschlagen von gestern. Aber ich denke, wird schon klappen. Muss klappen. Ein Block.
drinking on the terraces and growing all night and drinking till we drop. Oh, I'm looking for a fight. Rocking on the terraces and going all night. I drink it till we drop. Oh, I'm looking for a fight. Young and reckless for all of time. Young and reckless, we'll leave behind. Hey, hey, hey. Young and reckless for all of gone. Young and reckless, the war is won. Skin is on the rampage, fighting in the streets. Earning some respect, the one thing we all need. Renn 2 ist Geschichte. Wir fahren dann mal ins Parc Fermé. Leider Öschwur auf der Ideallinie in der Seng im zweiten Rennen. Habe am Anfang ein bisschen Vorsicht gemacht. Erste Kurve haben sie mich eingeklemmt, das war komplett für den Arsch. Treu ist an mir außen vorbeigefahren, ich habe 2 Rennen verloren. Dann habe ich mich langsam wieder vorgekämpft. Man konnte dann ganz gut über die Öschwur eigentlich überholen und so weiter. Am Ende bin ich ganz normal, sage ich mal, ganz normale Rundenzeiten gefahren, 28.0, 28.1 wie im Quali. Aber war einfach zu spät. Die haben das Rennen nur verkürzt auf 13 Runden, was ein bisschen kurz war. Ich hatte dann Platz 4 und 5 hatte ich vor mir. Vielleicht noch 1-2 Runden, da wäre ich dran gewesen, da wären die fertig gewesen. Das ist schade, wie immer, das Rennen ein bisschen zu kurz, aber nicht so schlimm. 2x P6 ist gut. Ja, Start war mega. Chris haben sie eingeklemmt und alle haben innen gewartet. Ich bin einfach außen rumgefahren. War auf einmal, keine Ahnung, auf 6. Ja. Im Großen und Ganzen habe ich mich aber in der Seng auch erstmal, muss ich gucken, Linie finden, wo man am besten das Bindemittel drumherum fährt. Und dann habe ich zu viele Fehler gemacht, habe die Gänge nicht immer reingekriegt und war auch noch geschafft vom ersten Rennen. 13. Punkte mitgenommen und ja, bin zufrieden mit den Rundenzeiten eigentlich. War okay. Ja. Nochmal gleich, um ein Fazit zu machen, das ganze Wochenende. 3 Motorumbauten. Also das Team hat wahnsinnige Arbeit gemacht, jeder vom Team.
ob das die Mechaniker waren oder egal, ob die, die Reifenleute oder die, die Mutti mit der Küche oder irgendwas. Ich leite es immer mega auf. Die Fans auf der Tribüne, alle Freunde, Sponsoren, die gekommen sind, war wirklich mega. Vielen, vielen Dank. War wirklich ein einmaliges Erlebnis wieder auf Schleiz. Und ich denke, aus dem Chaos Freitag haben wir dann doch noch einen ganz guten Rennsonntag gemacht. Young and reckless.